Zu meiner Rechten Frau Prof. Dr. Friederike Fless, sie ist Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts und Professorin an der Freien Universität Berlin. Sie hat klassische Archäologie, Kunstgeschichte und alte Geschichte in Mainz, Würzburg und Trier studiert, in Mainz promoviert, sich in Köln habilitiert, wurde dann auf eine Professur für klassische Archäologie an der FU Berlin berufen. Und ich denke mal, ganz wichtig, weil das heute auch in dem Vortrag von Herrn Renz schon angesprochen wurde, sie war dann von 2006 bis 2011 Sprecherin des Exzellenzclusters Topoi in Berlin, was für unseren Zusammenhang vielleicht nicht ganz unbedeutend ist. Und seit 2012 ist sie Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie hier sind. Ich sage jetzt nicht rechts außen, aber noch weiter rechts sitzt Frau Prof. Dr. Gudrun Gersmann. Sie hat den Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit am Historischen Institut der Universität Köln inne, hat in Geschichte promoviert, dort auch in dem Fach auch habilitiert, das eine in Bochum, das andere in München, und wurde dann auf eine Professur für Geschichte der frühen Neuzeit an der RWTH Aachen berufen, wechselte dann auf den Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Köln, ging dann für ein paar Jahre nach Paris als Direktorin des Deutschen Historischen Instituts und kehrte dann hoffentlich freudig wieder zurück auf den Lehrstuhl in Köln. 2012 war dies. Zu meiner Linken, mein Namensvetter Dr. Wolfram Horstmann muss ich eigentlich jetzt nicht mehr vorstellen, denn er ist Ihnen aus seinem Grußwort schon bekannt. Vielleicht als ergänzende Information, er ist von Hause aus Biologe, wenn ich das richtig aufgeschrieben bekommen habe, hat auch in Biologie promoviert, ist dann aber relativ schnell in den Bereich der wissenschaftlichen Informationen und Informationstechnologie gewechselt, wurde 2012 Vizedirektor, das muss ich jetzt ablesen, mit Schwerpunkt digitale Bibliothek und Informationstechnologien an den Bodleian Libraries der Universität Oxford und seit 2014 dann Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek. Auf der ganz linken Seite, räumlich gesehen, Dr. Helge Kahler. Er hat in Dänemark an der Roskilde-Universität promoviert, ist in verschiedenen Funktionen im Bereich Medien, Bildung, Fachinformation tätig gewesen, hatte eine Professur für Medieninformatik an der TU Chemnitz und wechselte dann 2002 ins Bundesministerium für Bildung und Forschung und leitet dort seit 2007 das Referat Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Jetzt vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin von Hause aus eine Mischung aus klassischer Philologie und Philosophie, gehöre also eigentlich zu den klassischen Geisteswissenschaften, wobei meine Sym- oder Antipathie zu Digital Humanities noch nicht angesprochen ist. Ich war bis zum Eintritt in den sogenannten Ruhestand, in dem ich mich jetzt befinde, in der Volkswagen Stiftung tätig, habe dort als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Geistes- und Gesellschaftswissenschaften geleitet, war und bin nebenher Professor für Philosophie an der Universität Hamburg und bin jetzt im Stadium des Ruhestandes als freiberuflicher Berater tätig, unter anderem für Projekte wie Daria und TextGrid. Soweit die Ultra-Kurzvorstellung. Jetzt habe ich genug geredet und jetzt wäre der Augenblick, wo die Statements erfolgen sollten. Ich könnte jetzt das Ganze zuspitzen in die Frage, was halten Sie denn von Herrn Taller? Ich meine jetzt nicht persönlich, sondern von dem, was er uns vorgetragen hat. Das war ja sozusagen das ist so militärisch Rundumschlag, war es natürlich nicht, aber es war ein großer Überblick und das, was wir jetzt tun können, ist zu versuchen, wie sich dieses Bild vielleicht
aus den unterschiedlichen Blickwinkeln von Wissenschaft, von Fördereinrichtungen, von Infrastruktureinrichtungen weiter differenziert, vielleicht auch verschärft. Und wenn wir die Eingangsfrage nehmen, wo stehen die Digital Humanities und wo muss die Reise hingehen, dann würde ich den Vortrag von Herrn Thaller auch so verstehen, dass es eigentlich schon um sehr viel mehr als in Anführung nur um die Digital Humanities geht, sondern dass es inzwischen auch eine Frage an die Geisteswissenschaften insgesamt geworden ist, wobei ich zugebe, dass viele von den Vertretern dieser Geisteswissenschaften das vielleicht noch nicht so deutlich gemerkt haben. Damit aber meine Einleitung zunächst mal zu Ende, und ich würde gerne Frau Fliss fragen, wie sehen Sie das denn auch vor Ihrem Hintergrund Ihrer Arbeit in dem Exzellenzcluster, was uns Herr Thaller vorgetragen hat? Ich würde lieber bei Isabella anfangen und okay. Bei dem Problem, was Frau Neuroth dadurch produziert hat, dass sie eine Archäologin auf ein Podium zu Digital Humanities gesetzt hat, weil für meine Fachrichtung sind diese teilweise jetzt geführten Diskussionen, die auch teilweise, finde ich, ausgesprochen begrenzend sind, was ist eigentlich, was fällt darunter, eher einengend und führen auch nicht dazu, dass die Potenziale ausgeschöpft werden. Also Archäologen haben es auch mit Texten zu tun, aber unser Lieblingsspielzeug sind Objekte oder überhaupt die materielle Kultur. Und wir haben auch keinerlei Berührungsängste, naturwissenschaftliche Daten in unsere, die Beantwortung unserer Fragestellungen einzubeziehen. Und ich befürchte, dass, wenn wir uns als Community festbeißen in die ja auch zitierten Diskussionen, was kommt denn jetzt in die Schublade, dass man sich dann auch eines gesamten Instrumentariums eventuell, also sich daraus nimmt und dem im Grunde auch diese Inputs zum Finden neuer Fragestellungen nicht hat. Das Zweite, was ich gerne sagen würde, ist, das knüpft auch an den Workshop in der DFG an. Herr Thaller sagte ja so schön, viele Initiativen haben vor 30 Jahren angefangen, im Fall der Bilddatenbank Arachne und des DRI vor 20 Jahren. Da war ich nämlich zusammen mit Herrn Förtsch Assistentin in Köln. Und die Frage, warum scheitern manche Dinge oder warum sind manche Diskurse im Moment so virulent, ist, dass diese Entwicklungen auch solcher Infrastrukturen von Einzelpersonen befördert wurden. Also nicht von mir, sondern in dem Fall von Herrn Förtsch. Ich habe nicht so einen richtigen Durchblick bei den speziellen IT-Fragen. Und dass in dem Moment, wo Personen jetzt pensioniert werden oder der institutionelle Rahmen wegbricht, auch diese Infrastrukturen drohen wegzubrechen. Und damit ist man bei dem dritten Punkt, jetzt sind wir sehr weit mit vielen Entwicklungen und stehen wie Daria oder andere vor der nicht ganz uninteressanten Frage der Nachhaltigkeit oder der Verstetigung. Und da kommen jetzt interessante Widersprüche manchmal rein. Einmal Open Access, aber Finanzierung über Datengebühren ist irgendwie ein Widerspruch. Auch wer eigentlich Open Access finanziert, wird ja nicht so richtig offengelegt. Was aber viel schwieriger ist, ist, dass, und da würde ich Herrn Thaller teilweise widersprechen, was sozusagen auch die Macht der Institutionen angeht. Also es sind nicht nur sozusagen geisteswissenschaftliche Forschungskonventionen, die uns beengen, sondern, also ich hatte erst eine Uni und jetzt habe ich eine richtige Bundesbehörde, und ich kann Ihnen sagen, nach 4 Jahren denkt man in Bundesbehörde. Also das, also man, die Institutionen prägen die Denkungsweisen, diese Denkungsweisen prägen interessanterweise in den verschiedenen Papieren, die zur Verstetigung und Nachhaltigkeit von Informationsinfrastrukturen publiziert sind, die Vorschläge. Also ist es top-down und unter 3, 4 oder 7 oder 8 großen Institutionen nach Handlungsfeldern verteilt, oder ist es bottom-up über Projektförderung, was der DFG natürlich besser gefällt. Und man hat darin ein merkwürdiges Fortschreiben von Wissensordnungssystemen, Denkungsweisen, die in den Aufgaben der Institutionen drinstecken und die jetzt auf eine ganz witzige Weise auch in die Diskurse der Verstetigung reinkommen. Und da müssen wir uns jetzt fragen, an dieser kritischen Stelle, wie positionieren wir uns? Also wie schaffen wir es, diese verschiedenen Größenordnungen, die ja Frau Hartig ansprach, von Mini-Einrichtungen bis hin zu Supertankern, von alteingesessenen Infrastrukturen, von Bibliotheken, das zusammenzubringen, ohne dass da die tollen Ansätze eben top-down oder bottom-up völlig unter die Räder
kommen. Also da würde ich die größte Herausforderung sehen und ich schätze mittlerweile, ich bin nicht mehr an der Uni, die Macht der Infrastruktur oder der Institution als einen sehr extremen Faktor auch in diesen Diskursen um Digital Humanities ein. Ich würde gerne dieses Stichwort Nachhaltigkeit aufnehmen und meinen Namensvetter fragen, was können denn Infrastruktureinrichtungen, in diesem Fall Bibliotheken, in diesem Bereich tun, um diese Frage der Verstetigung, der Nachhaltigkeit einer Lösung näher zu bringen? Ja, also ich denke, dass natürlich Bibliotheken bereit sind, Dinge aufzunehmen. Ich merke das an der SUB, ich habe das auch in Vorgängerinstitutionen gemerkt, an denen ich gearbeitet habe, dass eben grundsätzlich die Erwartungshaltung besteht, wir produzieren in der Forschung, gerade in den Geisteswissenschaften, wir produzieren irgendeine digitale Ressource und die wird dann ja am Ende von der Bibliothek gehostet und übernommen und die machen das dann schon. Ne? Natürlich machen wir das auch und wir machen es gern. Die Frage stellt sich trotzdem, wenn man das tatsächlich professionell betreiben wird. Und wir haben auch, ich habe schon auch an mehreren Institutionen strukturelle Analysen durchgeführt, um wie viele Anwendungen es sich da eigentlich handelt. Dann sind das eben enorme Kosten. Und auch da müssen wir uns überlegen an Bibliotheken, wie können wir das finanzieren. Und ich möchte an der Stelle eigentlich nochmal also Nachhaltigkeit ist ein schöner Begriff, nicht besonders attraktiver Begriff. Ich möchte mal einen anderen Begriff an der Stelle auch erwähnen, den ich sehr wichtig finde. Das ist Vertrauen. Denn das ist eigentlich meines Erachtens eine Währung, die wir viel stärker im Auge behalten sollten, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Denn wenn wir über Nachhaltigkeit reden, sonst reden wir häufig immer nur über, wie finanzieren wir es. Wir wollen aber eigentlich, dass Forschende in den Geisteswissenschaften, aber auch in anderen Wissenschaften eben den Infrastrukturen vertrauen können, sich blind darauf verlassen können, dass Daten da sind, dass Werkzeuge in Zukunft da sind. Und das hat natürlich Implikationen dann für die Art und Weise, wie diese Infrastrukturen finanziert werden. Ja, eigentlich möchten Forschende eben, dass dies unsichtbar ist. Ja? Sie möchten gar nicht wissen, wie das funktioniert. Sie möchten, dass es finanziert ist. Das deutet eindeutig auf so eine Art von Dauerfinanzierung hin, denn wir kommen sonst häufig in diese komische Situation, also ich sage ganz bewusst komische Situation, dass wenn Wissenschaftler, Frau Hartig hat es ja auch erwähnt, dann eben bestimmte Dienste in ihren Antrag mit reinschreiben und ihn da finanziert sehen wollen, auf einmal natürlich in Konflikt mit sich selbst kommen und zu ihrem eigenen Feind werden, denn sie wollen ja auch nicht das Forschungsvolumen des Antrags eigentlich reduzieren durch Infrastrukturkosten, die sie dann in diesen Forschungsantrag schreiben. Und da bewegen wir uns momentan eigentlich auf einer sehr interessanten Diskussion in Deutschland. Ich bin da ganz offen, ich werfe nur ein paar Begriffe in den Raum, also was eben die verschiedenen Modelle, Geschäftsmodelle angeht, die wir in Bibliotheken und in Infrastruktureinrichtungen diskutieren. Es gibt Mitgliedschaftsmodelle, es gibt Anteilseignermodelle, es gibt natürlich Modelle mit Einzelfinanzierung, Datenpauschalen, es gibt Grundfinanzierungsmodelle. Wahrscheinlich müssen wir am Ende zusehen, wirklich für jeden einzelnen Dienst, was das geeignete Modell ist. Ich würde vielleicht noch sagen, weil ich in letzter Zeit relativ viel mit den USA zusammengearbeitet habe, dass es sich auch lohnt, da mal hinzuschauen, wie wird JSTOR finanziert, wie wird ICPSR finanziert. Auch neuere Entwicklungen wie DuraSpace oder Digital Preservation Network sind wirklich sehr interessante Modelle und ich freue mich da auf die Diskussion in Deutschland, wie wir weiterkommen. Also ich denke, der eine Punkt ist sicher, dass man überhaupt erstmal ins Bewusstsein heben muss, dass Nachhaltigkeit sozusagen mit bestimmten Kosten verbunden ist, die man gerne aus dem Blick verliert, weil sie auch wenig attraktiv sind. Ich finde es aber interessant, dass Sie den anderen Gesichtspunkt Vertrauen in dem Zusammenhang ins Spiel gebracht haben. Frage an Frau Gerstmann, als Historikerin,
vertreten Sie ja ein Fach, in dem Daten eine große Rolle spielen und auch die entsprechende Verfügbarhaltung von Daten. Hätten Sie denn im gegenwärtigen Zeitpunkt hinreichend Vertrauen, Ihre Forschungsdaten und alles, was Sie ungern wieder verlieren möchten, einer Institution jetzt schon, einer Infrastruktureinrichtung jetzt zur Verfügung zu stellen? Ja, das ist eine gute Frage, mit der Sie mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen. Natürlich würde ich sagen, ja, denn was wäre die Alternative dazu? Ja. Wie wird das bisher gehandhabt? Und ich habe selber noch bei der Begutachtung eines Antrags letztens ein Konzept für Forschungsprimärdatensicherung gelesen, in dem formuliert wurde, meine Forschungsprimärdaten sichere ich, indem ich eine Festplatte habe. Also das scheint mir in der heutigen Zeit nicht mehr ganz konform zu sein und nicht mehr ganz das zu sein, was man braucht. Aber wenn Sie den Bereich der Universitäten ansprechen, und wir waren ja auch vorher gebeten worden, uns eine bestimmte Positionsbeziehung zu überlegen, dann würde ich vielleicht gerne in dem Zusammenhang noch zwei Dinge nennen. 3 Minuten für ein Problem und ein Plädoyer. Herr Thaler hat ja schon auch angesprochen, ich glaube, das Grundproblem, das auch diese Tagung mit durchziehen wird, nämlich die Frage nach dem Selbstverständnis der Digital Humanities auf der einen Seite und der Frage, wo wir uns mit den unterschiedlichen Segmenten vom elektronischen Publizieren angefangen bis zu komplexen anderen Anwendungen, wo wir uns hier verorten. Das scheint mir, wenn ich auch an mein Fach denke, noch nicht hinreichend und befriedigend gelöst. Wenn man etwa an die Fachgesellschaften denkt, dann, das finde ich begrüßenswert, haben wir in den letzten Jahren etwa bei den Historikertagen immer auch Sektionen über die digitale Geschichtswissenschaft. Aber nach meiner Erfahrung gehen diejenigen, die sich dafür interessieren, in die Sektionen. Und die Kirchenhistoriker, die sich für die Kirchenordnung des 17. Jahrhunderts interessieren, gehen in die Sektion über Kirchenordnung, in denen nur möglicherweise, aber nicht zwangsläufig, überhaupt von der digitalen Welt die Rede ist. Meine Vorstellung wäre, doch irgendwann mal zu einem Punkt von Normalität zu kommen, wo wir nicht dauernd drüber reden müssen, wer in den Digital Humanities ist und wer in der, in Anführungsstrichen, Fachwissenschaft ist, sondern dass da eine Art von Alltag reinkommt. Ich meine auch, dass man das verbinden müsste, wenn man an den Bereich der Wissenschaft denkt, um vom Problem zum Plädoyer zu kommen, mit 2 Dingen. Mir scheint, neben den technischen Problemen, mit denen wir uns auch immer wieder auseinandersetzen müssen, gilt es noch ganz andere und viel dickere Bretter zu bohren, die etwa auf Seiten der Hochschulleitung und der Fächer selbst liegen. Wie bekommen wir unsere Hochschulleitungen dazu, Open Access wirklich auch zu leben? Wie kriegen wir unsere Kollegen dazu, elektronische Dissertationen per se nicht uninteressant zu finden? Wie können wir das in den Promotionsordnungen verankern? Und vielleicht noch ein letztes Beispiel zur Problematik aus der Welt der Universitäten. Auf mich kam vor 1,5 Jahren das Amt der Prodekanin für wissenschaftlichen Nachwuchs und akademische Planung. Das heißt, ich bin zuständig unter anderem für die Durchführung der Evaluationsverfahren unserer Juniorprofessoren. Wir haben an der Philosophischen Fakultät in Köln eine hohe 2-stellige Zahl an Juniorprofessoren von der Japanologie über die Theaterwissenschaften zur osteuropäischen Geschichte, die sich nach 3 bzw. 6 Jahren der Zwischenevaluation, der Endevaluation oder dem Tenure-Track-Verfahren unterziehen müssen. Und wenn Sie mal sehen, was die für Zielvereinbarungen haben und was bei den Evaluationen abgefragt wird, dann sind das die klassischen Parameter, nämlich Forschung, Lehre, Drittmittel, Monographien. Da ist schon eine Frage, ein Problem der Co-Autorschaft, inwieweit das eingerechnet werden kann. Und im Grunde müsste man jedem Juniorprofessor in den Geisteswissenschaften vor dem Hintergrund sagen, lasst die Finger von anderen Dingen, lasst die Finger von Infrastrukturprojekten. Damit kannst du bei den Evaluationsverfahren nicht landen. Also ich denke, das muss man im Blick behalten, das muss man aufbohren. Und ein letzter Punkt, ein letztes Plädoyer, ich glaube, wir müssen auch stärker in die Ausbildung selber hineingehen. Morgen wird ja Andrea Rapp auch unter anderem neben anderen über neue Studiengänge berichten, aber wenn ich von der Philosophischen Fakultät in Köln ausgehe, wir haben einfach einen ganz hohen Prozentsatz an Lehramtsstudierenden, die im Moment mit dem Bereich des Digitalen konfrontiert werden über ein Basismodul 4,
Und da geht es aber meistens auch um Fragen, darf ich Wikipedia zitieren oder was heißt eigentlich Plagiat? Das heißt, wir bilden auf dem Sektor gar nicht hinreichend aus für eventuell neue Berufsbilder, auch in den Digital Humanities. Und um zum Ende zu kommen, alle Kollegen in Köln sind Herrn Thaller ewig dankbar für die Absolventen seiner Studiengänge, die wir nämlich ansaugen, headhunting-mäßig, weil das genau die Absolventen sind, ohne die wir unsere Projekte im Digitalen überhaupt nicht vollziehen könnten. Mit den normal ausgebildeten Studierenden ist das nicht möglich. Ja, Hommage an Herrn Thaller nochmal, glaube ich, sehr berechtigt in dem Zusammenhang. Herr Kahler, ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt auch auf dem falschen Fuß erwische und ganz an Ihrem vorbereiteten Statement vorbei, Sie frage, was ist denn aus Ihrer Sicht, aus der, sagen wir mal, Halbdistanz des BMBF gegenüber der Wissenschaftspraxis, dazu zu sagen, wohin die Reise gehen soll? Was muss denn getan werden, um dieses Zusammenspiel, was ja offensichtlich, auch wenn hier ganz viele Digital Humanities-Anhänger sitzen, immer noch nicht in der großen Community der Geisteswissenschaften angekommen ist. Was muss denn getan werden, um dieses Zusammenspiel einfach zu verbessern? Was wäre Ihr Vorschlag oder Ihre Anregung und die damit verbundene Reiseleitung? Ja, danke für die Frage. Ich muss Sie an einer Stelle kurz korrigieren. Ich leite das Referat nicht, ich darf da mitarbeiten. Hätte ich jetzt einfach schlicht gedacht. Aber danke. Ist das so? Naja, viele Dinge, die wichtig sind und die gemacht werden müssen, sind schon genannt worden. Wir haben naturgemäß als Förderer eine etwas andere Brille auf als die Fachwissenschaftler und wir versuchen in diesem Bereich, wo es auch um den, also wo es BMBF fördert, eine Reihe von Fachprojekten in allen Fachbereichen, unser Referat speziell in den Geisteswissenschaften, das ist die ganze Breite. Ich selbst bin unter anderem zuständig für die Förderung der Religionen, aber natürlich ist die Befassung mit E-Humanities hat ein paar besondere Aspekte und einer davon ist, dass wir eben versuchen, eine Infrastruktur mit aufzubauen und das ist es für das BMBF oder wenigstens für im Bereich der Geisteswissenschaften auch neu und ungewöhnlich und das hat auch zur Folge, dass wir sozusagen ein paar Dinge uns neu überlegen müssen, über die wir uns vorher so keine Gedanken gemacht haben. Und das führt auch dazu, dass wir, wie gesagt, eine andere Brille aufhaben als die Fachwissenschaftler und deswegen unser Plädoyer und mein Plädoyer bei jeder dieser Veranstaltungen, bei der ich bin, ist, dass es wichtig ist, dass die beteiligten Wissenschaftler untereinander miteinander kommunizieren und zwar nicht nur über fachliche Dinge, sondern auch darüber, wie sie sich organisieren. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage der Nachhaltigkeit. Natürlich, wie es schon angesprochen worden ist, lokale Aspekte sind. Jeder von Ihnen muss an seiner Institution und an seiner Hochschule gucken, dass er das Thema befördern kann. Und das geht über verschiedene Wege. Das geht natürlich über gute Publikationen, die rezipiert werden in der Fachwissenschaft. Aber auch das bekommt der Kanzler und der Rektor nicht immer mit, sondern da muss man auch andere Dinge tun und Lobbyarbeit leisten und in Gremien vertreten sein. Und ähnlich sehe ich das sozusagen auf nationaler Ebene auch. Es ist wichtig, dass Sie fachlich gut arbeiten und dass, wenn wir in den Landes- und Bundesministerien unsere Vorgesetzten davon zu überzeugen, versuchen, da weiter Geld zu investieren, dass wir sagen können, ja, das wird auch in den entsprechenden Publikationen in der Fachwissenschaft gewürdigt. Aber es ist eben auch wichtig, dass Sie sich selbst organisieren, dass sie beispielsweise über den Fachverband sichtbar sind, dass es ein gemeinsames Engagement gibt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass mehrere Hochschulen oder Bundesländer sich zusammentun und sagen, dann auf den Bund zugehen und sagen, es gibt doch jetzt die Änderung des Paragraphen 91b, der eine stärkere Kooperation zwischen Bund und Ländern erlaubt und wir in den Geisteswissenschaften, in den digitalen Geisteswissenschaften haben ein Interesse daran, da aktiv mitzuspielen und haben vielleicht einen Vorschlag und das wäre natürlich hilfreich, wenn das nicht nur von einer Professur irgendwo kommt, sondern sozusagen eine gemeinsame Aktivität wäre. Und ich glaube tatsächlich, dass mit Bezug auf die Nachhaltigkeit im Moment eigentlich eine ganz gute Zeit ist, um zu versuchen, in der Richtung etwas zu bewegen. Zum einen, weil das Thema Digitalität en vogue ist, auch mit der digitalen Agenda der Bundesregierung, weil der Rat für Informationsinfrastrukturen neu ist und
der sich natürlich auch umschaut, was passiert in der Landschaft in allen Disziplinen und auch wahrnimmt, dass die Geisteswissenschaften da stark unterwegs sind und weil es eben sozusagen in der Landschaft zwischen Bund und Ländern eine gewisse Bewegung gibt, die es vielleicht nahelegt, da jetzt auch aktiv zu werden und sozusagen da reinzustoßen. Aber ich verhehle auch nicht, dass alle anderen Disziplinen von den Physikern über die Biologen, über die Lebenswissenschaften auch unterwegs sind und natürlich jetzt sozusagen die neuen Möglichkeiten des Paragraphen 91b auch nutzen wollen. Ja. Ein zweiter Hinweis, der eher fachlicher Natur ist und der mir vielleicht als Vertreter des Referats für Geisteswissenschaften gar nicht richtig zusteht, ist aber der, den Herr Thaller auch schon angesprochen hatte, dass ich glaube, dass es nochmal wichtig ist, sozusagen über die Rolle der Informatik zu diskutieren. Ich selbst, das haben Sie ja soeben auch gesagt, habe einen gewissen Hintergrund in der Informatik und es ist, glaube ich, klar, dass die Informatik für die oder Informationswissenschaften für die E-Humanities eine wichtige Rolle spielen und ich glaube, Sie merken das oft sehr deutlich, weil es schwierig ist, Mitarbeiter aus dem Bereich zu kriegen und ich glaube, es ist aber auch wichtig anzuerkennen, dass das sozusagen auch ein inhaltlich wichtiger Input ist und dass es nicht darum geht, sozusagen nur Programmierknechte zu bekommen, die untergeordnete Arbeiten machen, sondern dass die Informatik selbst auch einen genuinen Beitrag leisten kann und vielleicht ihnen was anbieten kann, was sie noch gar nicht wissen. Ich erinnere mich an den Zeiten, als ich an der Informatik gearbeitet habe, dass wir immer davon gesprochen haben, dass es wichtig ist, Nutzer mit einzubeziehen, aber dass die Gefahr besteht auf paving the cowpath, also dass man den Kuhpfad, diesen Weg, den man schon immer gegangen hat, dann noch asphaltiert und noch viel schöner macht, aber dass man überhaupt nicht sieht, dass man vielleicht auch ganz andere Dinge machen kann. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn sozusagen die Informatik nicht nur über einzelne Personen, die dann irgendwas arbeiten, einbezogen wird, sondern auch als Disziplin, die sozusagen konzeptionell auch was beizutragen hat, wobei ich als Vertreter des Referats für Geisteswissenschaften mir dann auch überlegen muss, wie ich da Mittel fließen lasse, aber das werden wir dann schon irgendwie kriegen. Das heißt, neben dem von Ihnen ins Spiel gebrachten Begriff des Vertrauens klingt hier ja der Aspekt der Wertschätzung der Arbeit in diesem Bereich von Infrastruktureinrichtungen an. Wer ist denn da gefordert, umzudenken oder diese Wertschätzung zu entwickeln oder umzudenken, was die Einschätzung solcher Tätigkeit angeht? Ist das etwas, was die Wissenschaft machen muss, was die Förderer machen müssen, wo Wissenschaftsorganisationen gefordert sind? Wer muss denn da tätig werden und wer kann da was tun, um diese Wertschätzung zustande zu bringen, ohne die ja auch dann Karrieren eben in diesem Bereich gar nicht funktionieren, weil man eben sagt, naja, das ist irgendwann, das ist so halb Wissenschaft, aber eigentlich eher doch nicht. Wäre denn da gefordert, Frau Gerstmann? Alle. Das ist gut. Ich glaube einfach, es ist ein breiter Prozess, der noch weiter vorangetrieben werden muss und der nicht nur technische Aspekte hat, sondern der wirklich auch ins Innere der Fächer geht, in die Struktur der Fächer geht. Da ist auch schon viel passiert, aber da muss auch noch mehr passieren. Und meines Erachtens kann es wirklich nur ein Prozess sein, den wir begleiten müssen und den wir forcieren müssen. Frau Fless, haben Sie einen Vorschlag, wer da nicht nur alle, sondern wer ganz besonders gefordert wäre? Im Endeffekt, man kommt immer zu dem im Alle ja. hin, weil die Problematik ist ja ganz simpel, man hat also letztlich Entwicklungsstränge, die sich ergeben haben, nicht? Und diese Graphen in dem Vortrag von Herrn Thaller waren ja sehr anschaulich. Diese Infrastruktur oder diese basalen Ansätze haben eine gewisse Größe erreicht, eine gewisse Stabilität erreicht. Sie stoßen auf elektronische Möglichkeiten und auch eine Nutzer-Community. Und da sind wir ja gerade in einem Entwicklungsweg. Die Gefahren, die ich eher sehe, ist, dass die vielen sehr, sehr positiven Ansätze, die sich dort entwickeln und wenn man es jetzt noch schafft, auch ganz klar zu sagen, also wenn man wirklich Digital Humanities denkt,
dann bedeutet das eben nicht, dass ein Archäologe eine Datenbank bedienen kann oder aufbaut, sondern dass man sich dann ja darüber Gedanken macht, was entstehen durch diese neuen Wissensordnungssysteme. Also im DRI kann man das über 200 Jahre bald verfolgen, wie man am Anfang das Wissen sortiert hat, in den Bibliotheken erschlossen hat und wie man jetzt damit umgeht, da eine theoretische und methodische Grundlage zu schaffen. Denn mit der intellektuellen Herausforderung wächst auch so etwas wie Akzeptanz. Eine Zeit lang haben wir selber das so betrachtet als die Anwendung eines digitalen Instruments oder eines Computers ist irgendwie schon E-Science oder Digital Humanities. Das ist ja ein Fehler. Das, was man als Community machen muss, ist zu zeigen, wo die intellektuellen Potenziale stehen, dass da wirklich auch ganz neue Sichtweisen bei rauskommen können, ganz neue auch Modellierungen von Phänomenen rauskommen können. Also in der Archäologie kann man jetzt Dinge modellieren, komplexe dynamische Systeme, Landschaftsveränderungen, Gesellschaftsveränderungen über Jahrtausende hinweg, was man früher einfach nicht hingekriegt hätte. Mhm. Aber wenn man jetzt diesen Schritt schafft, das noch deutlicher zu machen, dass man als Fachcommunity klar diese intellektuellen Potenziale setzt, dass die Einrichtungen oder auch diejenigen, die es finanzieren, sich auch irgendwie klar dazu bekennen, wie verhalten sie sich denn jetzt eigentlich dazu? Also was sind die Setzungen? Also ich habe gerade mal alle, wegen des Rats für Informationsinfrastrukturen, alle Paper am Wochenende lesen dürfen, die in den letzten 10 Jahren relevant geschrieben wurden. Und ich kann nur sagen, das Interessante ist, dass sich darin ganz merkwürdige auch, also versteifende Setzungen befinden, wer ist zuständig, wer hat da den Hut auf, und da erklärt sich die eine oder andere Richtung einfach für die es für alle richtet. Und damit schafft man Handlungsfelder, man unterbricht das Ganze auch und zerschlägt damit die Komplexität, die es dann für den Anwender eigentlich erst attraktiv macht. Also ich glaube, auf der Infrastrukturseite, der Seite der Ministerien, aber auch der großen Bibliotheken ist die Notwendigkeit eines etwas entspannteren, weniger egozentrischen Diskurses, wer jetzt eigentlich da sagt, wo es lang geht. Und der muss auch stattfinden in einer wirklichen Auseinandersetzung mit dem, was da ist, was über Jahre entwickelt wurde, was funktioniert und wie auch die Community neue intellektuelle Räume auch eröffnet, neue Wissensordnungen einfach schafft, die auch neue geisteswissenschaftliche Ansätze ergeben können. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das ja letztlich, dass dann auch zunächst mal wieder die Digital Humanities selber gefordert sind, zu zeigen, dass das, was sie tun, zu einer Qualitätsverbesserung von geisteswissenschaftlicher Arbeit führt. Denn nach meiner Wahrnehmung gehört das ja mit zu den Argumenten der Skeptiker, dass sie sagen, naja, es kommt viel Material hinzu, das kann man jetzt natürlich mit quantitativen Methoden erschließen, aber ist das wirklich ein Zuwachs an wissenschaftlicher Kreativität? Wachsen damit auch sozusagen die Fragen? Und meine Vermutung ist, erst dann, wenn sich dort wirklich zeigt, da gibt es einen qualitativen Sprung, der da möglich geworden ist, wird möglicherweise auch die Wertschätzung für diejenigen steigen, die daran entsprechend auch in Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind. Wie würden Sie denn einschätzen, ist das immer noch sozusagen diese Frontbildung zwischen den klassischen Geisteswissenschaftlern, die sagen, ja, alles schön und gut, aber eigentlich nur Materialvermehrung, sage ich jetzt sehr verkürzt, und denen, die dann zeigen oder zeigen wollen, dass es wirklich diesen qualitativen Sprung gibt, und wo würden Sie den sehen? Also ich würde, glaube ich, Sie sagten, dass der Wert der Digital Humanities für die Geisteswissenschaften gezeigt werden muss. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass eigentlich die Digital Humanities die Möglichkeit haben, den Wert digitaler Methoden für das gesamte Wissenschaftssystem aufzuzeigen. Und ich frage mich immer, wer das eigentlich sonst besser machen könnte. Ja, also weil die Humanities beschäftigen sich ja nun mal mit dem Geist und dem Erkenntnisprozess.
Und warum sind es denn nicht die Humanities, die tatsächlich sich auch damit beschäftigen, wie wir zum Beispiel Infrastruktur entwickeln, die auf den Erkenntnisprozess ausgerichtet ist, wie epistemische Maschinen funktionieren? Also ich glaube, sie könnten sich eigentlich ins Zentrum des wissenschaftlichen Diskurses insgesamt stellen, wenn sie sich geschickt anstellen. Sie könnten im Feuilleton übersetzen, was digitale Methoden in der Wissenschaft bedeuten, ja, und damit eigentlich den gesellschaftlichen Diskurs auch bestimmen. Sie könnten, wie das heute Morgen auch die Frau Staatssekretärin gesagt hat, viel stärker die Bürger einbinden, weil keine Disziplin hat so große Chancen, sich mit wirklich den Bürgern auseinanderzusetzen und eben Bürgerwissenschaft zu fördern. Also ich denke, da kann eine ganze Menge passieren. Und würde ich gerne zu ermuntern, das ist gar nicht meine Aufgabe hier, aber als Infrastrukturvertreter, aber das ist, denke ich, das, was ich ganz gerne aus dieser Sicht sehen würde. Und ich würde auch gerne von der Polarisierung, die Sie angesprochen haben, wegkommen und von der Unterscheidung zwischen Digital, Non-Digital, Geisteswissenschaft oder Wissenschaft, Infrastruktur. Ich denke, dass wir uns eben in einer sehr diversifizierenden Zeit befinden, was das Wissenschaftssystem angeht. Und da müssen wir einfach mit leben. Es wird einen Karriereweg für Geisteswissenschaftler in die Informationswissenschaft geben oder in die Informatik geben. Es wird andersrum Karrierewege aus der Informatik oder aus der Informationswissenschaft in die Geisteswissenschaft und andere Wissenschaften geben. Da müssen wir einfach nur etwas flexibler, glaube ich, mit umgehen. Und ich glaube, da sind schon ganz deutlich die Professoren gefragt, denn die stellen ja die Leute ein, ja, am Ende, also zum großen Teil. Also sie können ja einfach die Arbeiten auch akzeptieren. Ja. Die Berufungsausschüsse sind ja durchaus in der Lage zu sagen, wir akzeptieren Beiträge, die Werkzeuge sind, Werkzeugentwicklungen, die Datenerhebungen sind als wissenschaftliche Leistungen. Also das ist, denke ich, das eine. Das andere ist, dass wir, glaube ich, politisch und auch infrastrukturell viel stärker den informationswissenschaftlichen Aspekt ausbauen müssen, auch institutionalisieren müssen, damit da eben die Kluft, die momentan noch zwischen Geisteswissenschaft und Informatik besteht, sozusagen durch informationswissenschaftliche Ansätze überbrückt werden kann. Ich würde das gerne noch ergänzen. Ich sehe das so wie Sie, Herr Hausmann, wenn Sie sagen, die Professoren sind für die Einstellung zuständig. Ich sehe es fällt so ein bisschen auseinander. Auf der einen Seite gibt es eine starke Ökonomisierung in der Wissenschaft. Es wird versucht, alles zu messen und mit Indizes festzuhalten. Auf der anderen Seite gibt es die Forderung, sozusagen alle oder viele sollen dann interdisziplinär arbeiten und was zusammen machen. Das fällt so ein bisschen auseinander. Und es liegt an uns allen, das sozusagen in ein richtiges Maß zu setzen und zu sagen, natürlich ist es schön und gut, wenn jemand mal was publiziert und nicht als Professor bezahlt wird und immer nur in der Ecke sitzt und gar nichts macht. Aber es lässt sich eben auch nicht alles ökonomisieren und wir legen auch Wert sozusagen auf übergreifende Aspekte. Und wir haben das Glück, als Förderer uns das erlauben zu können. Also wir sind in, glaube ich, einem vergleichsweise schwachen Korsett. Und wenn Sie uns einen guten Vorschlag machen, was für eine Person Sie finanziert haben wollen, dann gehen wir da in der Regel mit. Also da gibt es dann in der Regel keine Restriktionen. Und ich glaube, das deutsche Wissenschaftssystem gibt das auch her. Und natürlich, ich glaube, für jede Person, die Geisteswissenschaften studiert, ist es immer ein Wabonspiel zu fragen, werde ich damit hinterher meinen Lebensunterhalt finanzieren können? Und so ist das mit den Leuten, die sich mit Digital Humanities beschäftigen, genauso. Aber ich sehe jetzt auf der DHE-Mailingliste, dass da alle paar Tage Stellenausschreibungen drauf sind für Mitarbeiter. Es sind Professuren auch angekündigt. Und ich glaube, für Leute, die im Moment so weit sind, dass sie also sozusagen auf dem Privatdozentenlevel oder gute Doktoren, die haben einfach jetzt gute Chancen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir in Deutschland ganz exzellente außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben. Haben wir hier drei Chefs von Leibniz-Einrichtungen direkt in der zweiten Reihe sitzen, die auch tolle Arbeitsbedingungen bieten und von denen ich erwarte, also von den dreien und von den anderen auch, dass sie sich sozusagen dem digitalen Geist noch weiter öffnen. Und da muss man eben schauen, wo man für Leute, die so ausgebildet sind, oder ich bin sicher, dass die sozusagen innerhalb und außerhalb der Akademie im Prinzip gute Chancen haben. Es kann vielleicht dann nicht jeder, der sich mit Digital Humanities beschäftigt hat, noch sozusagen einen Lehrstuhl für klassische Philologie bekommen an einer Universität, die noch sehr dem alten Denken verhaftet ist. Das ist dann eben so. Das könnte ich jetzt als ermutigendes Schlusswort für diese
Runde nehmen. Mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt eigentlich schon in der Mittagspause sind, erspare ich mir die Frage, die ich gerne an alle gerichtet hätte. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn die gute Fee Ihnen einen Wunsch freiließe? Mit Blick auf die Digital Humanities kann man vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal nachholen. Ich würde aber gerne, ich weiß nicht, haben wir noch 5 Minuten, Heike? Die Diskussion ins Plenum öffnen und Sie fragen, ob Sie Fragen an dieses Podium haben. Ja, bitte. Piotr Kuroczyński, Herder-Institut Marburg. Ich habe eine Frage bzw. auch eine Feststellung. Sie haben erwähnt, dass die Nachhaltigkeit Ressourcen kostet. Ist da nicht ein falscher Ansatz, vor allem von dem Hintergrund, ich habe Zahlen gehört, dass über 80% der von der BMBF, von der DFG geförderten Projekte nicht mehr rekonstruierbar sind, Projekte aus der Zeitspanne 2000 bis 2010. Und also vor dem Hintergrund, dass wir einfach Wissen produzieren und gleich wieder verlieren, ist es da nicht falsch, wenn wir behaupten, dass jetzt Geld für die Nachhaltigkeit zur Verfügung zu stellen, schwierig ist, weil auf der anderen Seite verlieren wir das Wissen, was wir generieren und wofür wir die Gelder bekommen. Und das andere ist ein Problem, was ich auch sehe, dass ein Ansatz ist ja die semantische Datenmodellierung, um die Nachhaltigkeit zu sichern, vor dem Hintergrund von Semantic Web. Und da sehe ich ein Problem, dass aus unserer Arbeit mit Geisteswissenschaftlern das Thema sehr komplex ist. Und viele verliert man auf dem Weg und der Standardisierung der Daten, der Interoperabilität. Es ist halt schon sehr weit weg von normalen Geisteswissenschaftlern und die mitzunehmen in diesem Prozess ist sehr schwierig. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wer möchte auf diese Frage, die zum Teil ja eher ein Statement zu einem Befund ist, antworten. Stichwort Nachhaltigkeit. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man die Frage zuspitzen, lohnt es sich in Nachhaltigkeit zu investieren oder habe ich Sie da falsch verstanden? Naja, eigentlich haben wir ja keinen anderen Ausweg, weil das andere ist ja Ressourcenverschwendung. Deswegen fand ich es immer so schwierig, dass man ja, immer sagt, das kostet ja Geld, das muss man lassen und an für sich müsste das jetzt Priorität Nummer 1 sein, weil ansonsten produzieren wir immer mehr Datensätze und ich komme jetzt aus dem 3D-Bereich, da fließen große Gelder rein und die Daten kann man nicht mehr rekonstruieren nach ein paar Jahren, die sind verloren. Und das Einzige, was verbleibt, sind Ordner von wissenschaftlichen Mitarbeitern, der Mittelbau geht ja sowieso alle paar Jahre weg und die ganzen Daten und die Gelder, die reinfließen, Steuergelder sind verschwendet. Frau Fless? Also, ich glaube, das Problem ist nicht so sehr die Frage des Geldes, sondern es ist die Frage, wer sich jetzt genau von den verschiedenen Geldgebern auf den verschiedenen Ebenen zuständig fühlt. Also das fängt an, sind für, was ja sagt Herr Horstmann, für die Sicherung solcher auch komplexer Systeme, die ja hochaufwendig sind oder von Datenbanken in ihren semantischen Kontexten, die Bibliotheken zuständig. Also ich meine, wir wissen alle, so ein TIFF-Bild zu speichern oder ein Buch zu speichern, dafür sind ja tolle Systeme entwickelt. In den anderen Bereichen wird es ja schwieriger. Oder ist dafür irgendeiner der großen Forschungseinrichtungen zuständig? Wie kriegt man dann den Kuchen verteilt? Ich glaube eher, wir haben im Moment ein Problem, was wir lösen müssen gemeinsam, wie man die Mittel appliziert, wohin sie gehen und ob man es hinkriegt, auf bestimmten Ebenen Zuständigkeiten zu formulieren und zu sagen, okay, wir müssen nicht alle das Gleiche machen, sondern man spezialisiert sich und sagt, also wenn ihr Daten habt, zum Beispiel im Bereich der Sozialwissenschaften, fühlt sich GESIS zuständig, übrigens aber nicht für alle Daten, die da anlanden. Ne? Aber das ist zum Beispiel ein Ansatz. Ne? Aber ich denke gar nicht so sehr, dass wir das Problem haben, dass überhaupt kein Geld da ist, sondern die Frage ist, dass im Moment keiner so recht sagen kann, wem gibt man es und erreicht man es damit oder erreicht man damit nur
das ist jetzt klar, Bundesbehördendenkung, dass man irgendwie so einen Tanker produziert, der sich vor allem mit sich selbst beschäftigt, aber nicht für die Community da ist. Das kann auch sehr schnell passieren. Also das, es gab auch schon mal Ansätze, glaube ich, vor Urzeiten, solche Zentren zu bilden, die sich vor allem mit sich selbst beschäftigt haben, aber nicht wirklich dem Forscher, der dann sagte, ey, ich habe ein Problem mit meiner Datenbank, löst ihr mir das? Also kann ich das bei euch mal ablagern, wenigstens zur Langzeitsicherung? Und da sind wir jetzt an einem kritischen Punkt, das muss man offen, glaube ich, eingestehen. Und da müssen wir gemeinsam irgendwie Lösungen finden. Also das trifft Daria genauso wie andere Dinge. Also wie kann man so etwas über, also natürlich die Sachen sind über unendlich viel Drittmittel auch entwickelt worden, auch die Infrastrukturen. Aber auch da stellt sich die Frage, und dann, ne? Also fürs DRI ist einfach, wir sind eine Bundesbehörde, wir können einen Teil dessen, was uns interessiert, selber betreiben, aber nicht zum Beispiel für Kollegen der Community mitmachen. Auch wenn sich Herr Kaller dazu meldet, ich würde gerne vielleicht noch zwei Fragen aus dem... Eine? Leider, weil die Was die Mittel angeht, die man so vergibt, könnte man ja zum Beispiel einen einfachen Lackmustest machen. Wenn einer ein Open Access Projekt beantragt, könnte man mal gucken, ob der selber schon mal Open Access veröffentlicht hat. Okay, gut. Nehmen wir das jetzt einfach als Schlusswort, was zeigt, dass wir wahrscheinlich immer noch nicht ganz genau wissen, wohin die Reise gehen muss. Ich entnehme dem zweierlei, dass die Bringschuld nach wie vor vor allen Dingen bei den Digital Humanities selber auch ist. Herr Thaller hat das so schön formuliert, die Welt hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, keine Bringschuld gegenüber den Digital Humanities. Bleibt also nichts anderes übrig, als dass die selber aktiv werden. Dazu kann ich ja hier nur alle ermuntern und das ist vielleicht auch gar nicht nötig, weil es ohnehin schon geschieht. Und das andere ist, für mich verbindet sich das immer stärker mit der Frage, wohin es eigentlich für die Geisteswissenschaften insgesamt geht in Zukunft. Und ich glaube, wenn man diese Frage stärker ins Zentrum stellt, dann werden vielleicht auch die Geisteswissenschaftler etwas wacher oder aufmerksamer, die jetzt sagen, da, das ist so ein Spezialproblem einer bestimmten Fachrichtung, die sich vielleicht sogar irgendwann wieder erledigt. Das ist so eine Euphorie und das kommt dann zur Normalität zurück. Ich glaube, dass es nicht so ist und kann alle nur ermuntern, kräftig daran mitzumachen. Stichwort Nachhaltigkeit, Vertrauen, Wertschätzung. Schönen Dank, dass Sie hier mitgewirkt haben und sich alle so diszipliniert an die kurzen Statements gehalten haben. Ich war wahrscheinlich der am längsten geredet hat. Vielen Dank. Ich wünsche allen guten Appetit. Applaus